Amacadia. Amadacia. Ja. Amadacia, Western Trades Gaia, Gardens of Gaia, Royal Library, Central Forge. A beacon for the people may the king see us well. Ja. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, das zu übersetzen. Das kann ich wieder einschlagen. Dahinter höre ich Geflattere. Hier brennt eine Fackel übrigens. Ja, das hier ist eine Tür. Das ist übrigens auch eine Tür. Notiz. Letzte Befehle. An alle Amadazien, an das gesamte Amadazien-Personal. Evakuierungsprozedur ist in Arbeit. Aeromancer Teams 1 bis 8 beginnt damit Personal und Vorräte durch die Etherlande zu transportieren zu unserer festgeschriebenen zu unserem festgeschriebenen Zielort. Geomancer Teams 8 bis 12 beginnt damit, das Equipment zu transportieren. Sicherheitseskorten und Heiler nach Yggdrasil. Also beginnt mit dem Transport von Ausrüstung, Sicherheitseskorten und Heiler nach Yggdrasil. Eure Hauptmission ist ist es, den Weg freizuhalten für die Teams 1 bis 7, welche unserem Kommando folgen. Wartungsdivision. Wartungsdivision, Arbeiter bleiben zurück und beginnen mit der Zerstörung jedes Artefakts und jeder Ausrüstung, die wir nicht mit uns nehmen können. Dies tut Runenstäbe, Runenstabrollen und verzauberte Waffen mit einbeziehen. Erzmagier Tyrael hat bereits damit begonnen, eine Strike Force zu sammeln und wird mit uns durch kurze Meetings kommunizieren. Wir rechnen mit einem Komplettangriff auf Amadacia in den nächsten Tagen. Also müssen Doppelschichten gemacht werden. Möge das Licht mit uns sein, möge Thürum über uns wachen. Saffron Mile, Anführer der Operation. Also ja, ich kann nur da lang und ich kann da drüben einschlagen. Schlagen wir erstmal ein. Auch wenn ich dahinter schon wieder Schleim höre. Okay. Jetzt habe ich langsam aber genug Steine. Ich glaube, die kann ich dann irgendwann mal beim Werfen oder so verbraten. Also hier hinter war wirklich nur eine Sackgasse. Oh, ich sollte mir übrigens auch hier den Gold Key merken. Da hinten ist der nächste blaue Kristall. Das ist okay. Dafür brauche ich nur hier den Schlüssel, den ich wahrscheinlich hier finden werde. Das hat hier nichts gemacht. Okay.
Secret gefunden. Und ja, ich muss aufpassen hier mit Squall of Dark Burst, Spellcraft 12. Ein Golden Piece. Und nochmal ein blauer Gem. Verwahrst du nicht irgendwo Gems? Ja, hier eigentlich. Scroll of Dark Burst. Burst Spell kostet 60 Mana. Richtet aber 4x Spellcraft an, also puh. 4x 13. Ist gar nicht mal so schlecht. Spellcraft bist du ein Burst Spell. Das ist doch Spellcraft, oder? Also Adept. Ja. Ja, du kriegst mal das hier. Die Münzen hebst du nämlich bitte auf. Gut, was war hier noch drin? Nichts mehr. Ja, das hier kennen wir ja bereits alles. Hier geht es nämlich noch eins runter zu der Passage, wo es stand, nur die Toten dürfen passieren. Aber den Toten hier können wir nicht anklicken. Und der sieht auch nicht so aus, als ob er nochmal aufsteht. Da steht eine Wundenbox drauf, die ich nicht gesehen habe. Und Phalanx. Oh, der Armadation Forge Key, der ist nicht schlecht. Schuhregen, die können wir nachher dann oben lassen. Pointy Shoes brauchen wir nicht und den da brauchen wir auch nicht. Die Krone ist nämlich irgendwie nicer. Wie konnte ich die Truhe da übersehen? Da liegt ein Schädel. Pyre Store. Throwing Weapons 24. Wow, also der ist für die Schleuder. Oder einfach zum Werfen. On coarse stone, it radiates in intense heat. Mhm. Okay, ja. Longschwert haben wir bereits. Noch einen Stein brauchen wir nicht. Chitin Boots. Nimm die mal mit. Die sind nämlich nutzlos. Squall of Transmutation. Earth Magic. Ein Budding Spell. Mystery Ore. Und noch eine Notiz. Oh. Armors 10. Geht Armors plus 2. Das könntest du benutzen. Weil du hast als einziger den Armor Skill. So. Und kriegst 2 da drauf. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ein Schädel. Kann mal da rein und das Licht geht wieder aus.
be forging flames. Du brauchst was zu essen jetzt. Ja. We forging flames. Okay, damit kann ich einen Gegenstand, den ich in der Hand halte, reforgen. Probieren wir das gleich mal aus. Um das Longsword zu verzaubern. Probieren wir es dann nochmal damit. Und noch mit dem Speer. Okay. Was anderes habe ich jetzt gerade nicht. Da habe ich schon reingeguckt. Den Dolch vielleicht? Vielleicht noch den Stein hier. Also ja, ich kann damit wohl Steine... Also normale Steine wahrscheinlich in die Steine hier verwandeln. Gut, was hat mir das jetzt gebracht? Also außer, dass ich jetzt hier reingekommen bin. Ach ja, der Zettel, den ich noch nicht vorgelesen habe. Also du bist erst einmal Initiate. Mal kurz nach Knöpfen Ausschau halten. So, da war hier noch irgendwo eine Schriftrolle, die ich noch nicht gelesen hatte. Ah ja. Oh. Nein. Tut mir leid, also zu dem Licht, das zuhört. Wie kann das nur sein? Frieden in unserer Welt, der Wiederaufbau unserer Nation, gefolgt von der beinahe Zerstörung. Und jetzt das. Wir waren nicht vorbereitet, um irgendeine Wir waren mehr als vorbereitet, um jeder Streitmacht entgegenzutreten, die Wächter gesendet haben. Aber nicht das. Wie konnten sie von unterhalb kommen? Eine Passage durch Yggdrasil? Dieser Horrid, was heißt Horrid? Dieser alte Weg wurde schon seit Jahrhunderten blockiert. Durch die nördlichen Waldläufer. Sie mussten durch einen anderen Weg kommen. Vielleicht durch das geteilte Schattenlicht. Aber wie? Also Shadowlight Divide. Ich habe es jetzt einfach mal frei übersetzt. Obwohl es ist ein Name, es ist groß geschrieben. Also Shadowlight Divide. Lass ich es mal Englisch. Wie auch immer. Die zurückgeblieben sind, wurden entweder getötet, gefoltert oder mitgenommen. Oder wie in unserem Fall alleine gelassen, so dass wir diesen Wahnsinn miterleben mussten. Ich will, dass es endet. Oder ich will es beenden.